werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jinheads und grüße euch herzlich zum neuen Manga Newsflash. Und oh boy, es wurde wieder eine Lizenz bekannt gegeben von Egmont. Und anders als die Boys Love letzte Woche bin ich doch sehr erfreut über diese Lizenz. Beziehungsweise nicht Egmont selber hat sie direkt bekannt gegeben, sondern sie wurde exklusiv über Manga Passion bekannt gegeben. Aber es läuft dasselbe hinaus. Es ist eine neue Egmont Lizenz. Und zwar ist die Rede von Bad Girl Exorcist Reina. Ein Titel, den ich selber schon lange auf meiner Liste hatte. Also, weil er mich halt einfach angesprochen hat, weil ne, ein Exorcist / Schläger Frau Manga, da war ich da so. Oh. Und als dann die Lizenz als heute bekannt gegeben war, war ich zuerst so, ach nee, nicht Egmont, weil ihr wisst, wie es ist, Egmont und ich, das ist so eine Hassliebe inzwischen. Und ja, das Gute ist, durch die Genres habe ich hier weniger Sorge darum, dass es zensiert wird, aber es ist trotzdem immer irgendwie ein komisches, ein trauriges Gefühl schon fast, wenn Egmont einen Manga lizenziert. Aber erstmal, worum dreht es denn in Bad Girl Exorcist Reina? Und ja, es ist relativ simpel, es dreht halt um, naja, Reina, wer hätte es gedacht, die halt so einen typischen Delinquent, also so eine richtige Schlägerin ist, halt Bad Girl eben. Auch wenn Just What Bad Girl, finde ich nicht immer so eine gelungene Übersetzung für einen Delinquent so gesehen, aber gut. Und ja, die ist halt jetzt neu an der Schule und ja, sie ist halt, abgesehen davon, dass sie halt ein Bad Girl ist, eben auch eine Exorzistin. Und fängt halt an, dann die ganzen Geister und Co. an ihrer Schule zu Exorzierung. War das richtig? Ich hoffe. Und dabei kommen natürlich viele Missverständnisse auf, weil sie die einzige so ziemlich ist, die anfangs die Geister sehen kann und sie halt die Art Mensch ist, die dann die Geister beleidigt, was halt in dem vollen Klassenraum, wenn sie dann plötzlich einfach in den Klassenraum ruft, verpiss dich und so. Okay, jetzt nicht unbedingt so, wobei, ja doch, das wäre tatsächlich ein Charakter für sie. Oh. Ja, daraufhin findet sie trotzdem natürlich auch Freunde und man verfolgt halt ihren Alltag, wie sie eben nach und nach ein paar Geister exorziert. Und zum Grundinformationen, so viel vorne vorweg, die Reihe ist halt schon in Japan beendet mit 6 Bänden. Ich meine, sie wäre ex, aber konnte jetzt so spontan nichts finden, also die Info bitte mit Vorsicht genießen, aber auf jeden Fall 6 Bände. Egmont Verlag, wahrscheinlich Taschenbuch, denn das Ding kostet 8 Euro, das ist so auch die eine Sache, die mich ein bisschen hat zurückgeschleudert hat, so, ne? 8 Euro. Finde ich schon fast traurig, dass inzwischen immer mehr der Preis von 8 Euro Standard wird. Klar, Ressourcenknappheit, blibla, blob, ich weiß. Aber es ist trotzdem einfach scheiße, wenn man bedenkt, dass vor vielen Jahren man halt Panini noch schief angeguckt hat, weil deren Manga 8 Euro pro Band kostet haben. Und leider Gottes ist es heutzutage Standard geworden. Und ich hoffe dann zumindest, dass die Farbseiten enthalten sind. Denn wenn keine Farbseiten enthalten sind, dann ist der Preis von 8 Euro echt unverschämt. So viel vorne vorweg. Allerdings natürlich hoffe ich, dass die Farbseiten drin sind, denn die sind ein Träumchen. Und ja, das ist im Wesentlichen halt der Plot. Ich finde die Manga sehr unterhaltsam. Ich habe da halt schon mal reingelesen, natürlich auf vollkommen legitime Art und Weise. Und ich wurde halt unter anderem auch schon gefragt, ja, ist das so ein bisschen wie Miriko-chan und halt so episodisch? Jein. Also es ist schon episodisch mit einem underlying Plot, also ne, mit einer Geschichte, die sich da durchzieht, so ein bisschen, so ein gewisser roter Faden existiert. Allerdings, so umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr würde ich schon sagen, dass der Vergleich zu Miriko-chan nicht so ganz passt. Es ist Hakenmissen, denn bei Miriko-chan, es sind halt beides Comedy-Manga vor allem. Zumaßen, Reina hat auch ernste Momente, soweit ich weiß, aber es ist halt gerade zu Beginn sehr viel Comedy und gerade im Punkto Comedy unterscheiden sich die Werke komplett. Während es bei Miriko-chan ist halt, oh mein Gott, angsteinflößendes Monster. Bloß ignorieren und halt dann so, man erlebt halt, wie Miriko diese unangenehme Situation aushält. Es ist bei Reina halt wirklich so, stellt euch vor, Miriko-chan wird halt einfach anfangen, einen Geist, BAM! Eine zu verpassen. So.
so exorziert sie teilweise. Sie prügelt sich mit den Geistern. Und gleichzeitig sorgt es halt viel Missverständnis, Humor. Und sie ist halt auch noch ein Arsch. Also es ist komplett anderer Charakter als Mirko. Also rein von der Art her. Und ich würde schon sagen, ich bin sehr gespannt drauf. Weil, wie gesagt, ich kenne nur ein bisschen was auf legalen Wege. Aber ich bin vor allem gespannt, ob das auf Deutsch ankommen wird. Weil es ist halt letztlich vor allem ein Comedy-Manga, gerade zu Beginn. Es hat erst später so ein bisschen was Ernsteres. Und Comedy auf Deutschland ist so schwierig. Also Comedy zündet, finde ich, hierzulande nie so richtig. Und ich finde, das Werk passt zwar zu Egmont. Und man muss da halt nichts befürchten von wegen Zensur, weil es ist halt ein Comedy-Horror. Aber ob das... Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das Ding ein Verkaufshit wird. Sehe ich derzeit noch nicht. Ich meine, ich würde es mir wünschen, weil der Manga, zumindest das, was ich kenne, ist großartig. Also zumindest, okay, großartig ist ein bisschen übertrieben, aber ist sehr unterhaltsam. Und ja, ich bin gespannt auf die weiteren Lizenzen von Egmont. Das ist schon mal, also bislang, ein guter Auftakt für Homunculus neue Flagge, dann Rainer, ey. Da könnte vielleicht doch noch das eine oder andere feine Ding sein. Ich hoffe nur nicht auf einen Titel, wo ich Angst haben muss, dass Egmont ihn zensiert. Aber ja, das war's mit diesem kleinen Newsflash. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo sowieso. Bleibt viel zu anders da. Danke fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr Manga kaufen wollt, guckt in die Videobeschreibung. Dort sind meine Affiliate-Partner verlinkt. Wenn ihr über den Link kauft, kriege ich eine kleine Summe zurück. Würde mir sehr helfen. Und ciao.